Erstmals seit dem Jahr 2012 ist Europa wieder mal die Achillesferse der Finanzmärkte. Die Turbulenzen um Frankreich erinnern so ein bisschen um das, was damals in der Eurokrise mit Griechenland passiert ist. Aber Frankreich ist ein komplett anderes Schwergewicht als eben das Fliegengewicht Griechenland. Und warum die Finanzmärkte sich Sorgen machen und warum diese Sorgen nicht unberechtigt sind, das werde ich in diesem Video zeigen. Und möglicherweise erleben wir etwas Ähnliches wie noch nicht allzu lange her in Großbritannien mit Liz Truss, die ja dann als Ministerpräsidentin letztendlich scheiterte, weil die Finanzmärkte mit den Füßen abgestimmt haben und gesagt haben, also so wie du hier deine Haushaltspolitik machst, das machen wir nicht mit. Die Renditen britischer Staatsanleihen schossen nach oben. Pensionsfonds britischer Natur kamen in Schwierigkeiten. Aber schauen wir uns das aktuelle Setup mal an. Hier sehen wir mal den Unterschied, den Andrich Stagge in einem Video hier gezeigt hat, zwischen dem Nasdaq, dem DAX und dem französischen Leitindex CAC 40. Wir sehen, dass dieser CAC 40 jetzt seine kompletten Gewinne in diesem Jahr abgegeben hat. Und wir sehen diese deutlich schlechtere Entwicklung, die hier die europäischen Aktienmärkte vollführen. Der DAX konnte heute erfolgreich die 18.000er Marke zwischenzeitlich unterschreiten. Und der Grund dafür ist das, was Sie hier sehen. OAT ist die französische 10-jährige Staatsanleihe und die Renditedifferenz, also die Risikoprämienaufschläge zwischen einer deutschen 10-jährigen und einer französischen 10-jährigen Anleihe oder der französischen 10-jährigen Anleihe, sehen Sie in diesem Chart, booms, es geht nach oben, als gäbe es kein Morgen, auch befeuert dadurch, dass die französische Development Bank ein Bond Sale abgesagt hat, also man wollte eine Anleihe emittieren, hat aber gesagt, oh, das lassen wir besser mal aufgrund dieser Turbulenzen am Anleihemarkt. Und so kommt es, dass dieser Spread jetzt zwischen den deutschen und den französischen Anleihen so stark gestiegen ist wie noch nie zuvor. Also das ist durchaus eine Message. Und da sehen wir, dass da also sich richtig etwas rührt und die EZB hat laut Kreisen gesagt, naja, da ist überhaupt noch kein Alarm und das spätestens würde mich alarmieren, wenn die EZB sich keine Sorgen macht. Wir sehen jedenfalls, dass diese Risikoprämiendifferenz zwischen deutschen und französischen Anleihen jetzt in der sogenannten Danger Zone ist, also in einem Bereich, wo wirklich Stress bereits angesagt ist, das erste Mal seit vielen Jahren, und wir sehen, dass die französischen Aktienmärkte, merde, ganz schön unter Druck kommen, wie Jérôme Blockland hier sagt, über 6% diese Woche, alleine heute 2,66% der französische Leitindex und insgesamt das ETF EWQ, dass man handeln kann, praktisch um den französischen Aktienmarkt abzubilden. Mit der schwächsten Woche seit Februar 2022 schien zunächst mal so ein Break nach oben zu geben. Das war aber wahrscheinlich ein False Breakout, also ein falscher Ausbruch. Und jetzt geht diese ziemlich herbe Kerze nach unten. Und hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen eben dieser Renditedifferenz zwischen 10-jähriger deutscher Bundesanleihe und den französischen 10-jährigen Anleihen. Der schießt nach oben hier in Blau. Und hell dieser Strich, das ist der DAX, der nach unten schießt. Andrich Stagge hat das in einem Video sehr, sehr gut erklärt. Dazu gleich mehr. Eurostox, wie es hier heißt, jetzt so tief wie seit 4 Monaten nicht mehr. Das sieht jetzt doch ein bisschen toppisch aus in der Summe. Also der europäische Aktienmarkt ist davon betroffen, sodass die europäischen Aktienmärkte insgesamt jetzt ihre schlechteste Woche seit Januar absolvieren dürften, respektive eigentlich, wenn wir es genau sehen, also die schlechteste Woche dieses Jahres, die schlechteste Woche seit Oktober. Oktober hatten die Aktienmärkte ja ein Tief gebildet. Und warum ist das alles ein Problem? Wir haben, oder gestern ist in Frankreich etwas passiert, was bedeutsam ist. Linke Gruppierungen, linke Parteien haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen gemeinsam sozusagen hier in diese Wahl gehen, um gegen die rechten Gruppen, um gegen den Front National von Le Pen hier anzutreten. Und das bedeutet aufgrund des Wahlrechts in Frankreich, da gibt es ja zwei
Wahlrunden, die erste am 30. Juni und dann später nochmal eine im Juli. Das bedeutet, dass wahrscheinlich Macron bei dieser Wahl mit seinen Kandidaten kaum Chancen haben wird. Die dürften wahrscheinlich nicht mal in die Stichwahl dann kommen, viele Kandidaten in der zweiten Runde, was bedeutet, dass Macron wahrscheinlich ein Desaster erleben wird. Umfragen sind ja oder seine Beliebtheitswerte so niedrig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und das bedeutet eben entweder es kommt Le Pen an die Macht und der Front National oder es kommen die linken Gruppen an die Macht. Beides bedeutet aber, dass die Verschuldung massiv nach oben geht, denn beide haben klar gemacht, wir wollen die Staatsausgaben weiter erhöhen und das ist ja das große Problem. Frankreich ist mit über 300% verschuldet zum BIP mit Staat, Konsumenten und Firmen und damit stärker als Griechenland. Ich hatte das öfter schon gesagt. Heute hat Le Maire, der französische Finanzminister, gewarnt, dass wenn linke Gruppierungen, wenn die Volksfront, wie das so heißt, die französische Volksfront oder die Volksfront von Frankreich, wenn die sich durchsetzen, dann dürfte ein Frexit drohen, also der Austritt Frankreichs aus der EU respektive der Eurozone möglicherweise. Schauen wir uns hier mal, wie ich finde, eine hochinteressante Grafik an. Und zwar hier das wirtschaftliche Leistungsvermögen in den Regionen Europas im Vergleich zu Ostdeutschland, also zu der ehemaligen DDR. Und dann sehen wir, alles was rot ist, hat eine schlechtere wirtschaftliche Perspektive, respektive eine geringere Wirtschaftsleistung. Und wir sehen, das ist natürlich der Osten in Europa, das ist Spanien sehr stark, aber das ist vor allem auch Frankreich neben Süditalien. Wir sehen Korsika, wir sehen weite Teile Frankreichs sind also sozusagen schlechter aufgestellt als Ostdeutschland. Und Ostdeutschland ist ja nicht unbedingt das Boomland, kann man sagen. Ja, es gibt einzelne Städte, Leipzig, Dresden, denen es gut geht, wo wirklich was passiert, aber gerade auf dem Land in Ostdeutschland ist ja viel Tristesse angesagt. Also das zeigt, wo die Probleme sind, außerhalb der Ballungszentren, außerhalb Bordeaux, vor allem Paris, Marseille hat auch seine Probleme, aber Lyon, da sehen wir, dass eben auf dem Land vorwiegend entweder sehr rechts gewählt wird oder sehr links gewählt wird, weil man auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hat von dem Wasserkopf Paris und dem, was da passiert. Und jetzt mal ein Ländervergleich. Ich hatte ja gesagt, Eurokrise ist das erste Mal, dass Europa wieder sozusagen die Achillesferse der Finanzmärkte ist. Und bei Griechenland ging es ja darum, hey, da fliegt ein Land aus der Eurozone raus, da muss man sozusagen gucken, ob diese gesamte EU, die gesamte Eurozone überhaupt noch funktioniert, ob der Euro letztendlich überleben kann. Im Nachhinein wissen wir, so dramatisch war es nicht, auch weil eben Griechenland vergleichsweise ein Zwerg ist mit 10 Millionen Einwohnern, Frankreich fast das Siebenfache mit knapp 70 Millionen und vor allem Bruttoinlandsprodukt, die Franzosen 2,6 Billionen, die Griechen knapp über 200 Milliarden, das ist ein Volumen, das mal Nvidia ganz entspannt an einem Tag zulegt an Marktkapitalisierung. Wir sehen also, wir haben natürlich völlig andere wirtschaftliche Kräfteverhältnisse und Frankreich ist eben auch weitgehend im Zentrum Europas, mit Deutschland eben auch die Triebkraft dieser Europäischen Union und wenn es da zu Turbulenzen kommt, dann ist Europa in einer wirklich schwierigen Situation. Das bepreisen die Anleihenmärkte. Wir sehen hier Staatsanleihen, die Anleihenmärkte mit der besten Woche des bisherigen Jahres. Das heißt, die Kurse der Anleihen steigen, die Renditen fallen, weil man die Anleihen als eine Art Flucht in die Sicherheit sieht. Gerade heute bei der deutschen Staatsanleihe 11 Basispunkte runter, die 10-jährige deutsche Anleihe auf 2,36%. Kommen wir mal nach Amerika. Die Amerikaner sind da ein bisschen entspannter. Die Algorithmen können sich nicht mehr erinnern an die Eurokrise 2012. Und dementsprechend die Wall Street so, was geht da, wissen wir nicht, gell, machen wir unser Ding, gell, kaufen Tech, wie immer. Aber heute Verbrauchervertrauen sehr, sehr schwach und die Konsumenten sagen in dieser Umfrage der Uni Michigan, ja, es sind die hohen Preise und wir sind skeptischer, was unsere Einkommensaussichten betrifft. Wir haben jetzt wirklich einen sehr, sehr schwachen Wert mit 65,6, vor allem Current Economic Conditions mit 62,5. Uiuiui, das ist schon ein sehr depressiver Wert, nehmen wir schon im letzten
letzten Monat ja eigentlich einen sehr schwachen Wert gesehen haben. Und wenn wir jetzt die letzten 3 Monate uns das mal anschauen, dann ist das der größte Rückgang seit Corona. Was das Verbrauchervertrauen betrifft, heute wieder eine 5-fache Standardabweichung bei diesen Daten, also schon ziemlich heftig. Und vor allem diese Current Conditions, also wie empfindest du die aktuelle Lage? Das ist der schlechteste Wert seit Dezember 2022, also seit 1,5 Jahren. Worüber machen sich die Amerikaner Sorgen? Sehen wir hier Inflation for everyday goods, also Inflation nach wie vor eigentlich das Riesenthema. Fast 84% oder 84% sagen das, während die Zinsen ja knapp die Hälfte wirklich interessiert, House Prices und all diese Geschichten auch weniger als die Hälfte, Jobs gut ein Drittel finden das ein Problem, Rezession fürchten jetzt inzwischen etwas mehr, aber immer noch weniger als die Hälfte. Beim Aktienmarkt macht man sich überhaupt keine Sorgen. Aha, interessant. Nicht einmal ein Viertel macht sich Sorgen um die Aktienmärkte, und die sind ja, was die Indizes betrifft, auf Allzeithoch bei einem Fear and Greed Index bei 41. Wie kommt das, wenn Hendrik zeigt das? Eine wichtige Komponente ist eben auch der Breadth, also die Marktbreite. Und da nur wenige Aktien, die schwergewichtigen, steigen, die allermeisten aber eben nicht steigen, sehen wir, dass da extreme Furcht sozusagen als Parameter genommen wird. Also wir sehen auch die Stärke insgesamt des Aktienmarkts, wenn eben alle Aktien berücksichtigt werden, ist sehr gering, und wir sehen vor allem Industriewerte jetzt doch sehr, sehr schwach. Wir sehen diese massive Differenz zwischen den großen Werten und den Small Caps. Wir sehen heute den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, deutlich unter Druck. Da fürchtet man also, dass da möglicherweise die Gewinnsituation schlechter wird, eben eine Rezession auch in den USA kommt. Und hier sehen wir mal die Aktien aus dem S&P 500, die über ihrem 100-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist jetzt sehr nah am niedrigsten Wert des bisherigen Jahres, und das, wo der Index oder die Indizes Nasdaq und S&P praktisch auf Allzeithoch stehen. Aber kommen wir zurück nochmal nach Deutschland, nach Europa. Wir haben jetzt zum Beispiel BMW, Mercedes, haben wir eine Price-Earnings-Ratio, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5. Das zeigt, dass irgendetwas hier faul ist, aber wir wollen natürlich weniger arbeiten, ein bisschen mehr Freizeit, gell? Was kümmert uns die Wirtschaft, solange wir noch eine Substanz haben, aus der wir leben können. Irgendwann ist die Furt, aber egal. Und das zeigt sich jetzt auch im Anstieg der Insolvenzen. Das ist natürlich auch so ein bisschen aufgeschoben gewesen durch Corona und kommt dann immer mehr. Gerade im Immobiliensektor sehen wir ja, dass da die Insolvenzen deutlich steigen. Jetzt also der Inflationstrend höher als vor Corona, wie wir hier sehen. Und dann haben wir natürlich noch eine genialische Politik, die das Geld verpulvert, wie unsere extrem sympathische und humorvolle Umweltministerin Lemke, die wahrscheinlich mal eben 4,5 Milliarden Euro in Sand gesetzt hat durch Gutmenschenprojekte, die aber faktisch überhaupt nicht stattgefunden haben, weitgehend. Hühnerställe findet man da, gell, für deutsches Steuergeld. Da wären viele deutsche Rentner, viele Menschen hätten in den Genuss dieses Geldes kommen können. Und das zeigt so ein bisschen beispielhaft, was hier schiefläuft, was sozusagen diese Regierung noch in den Sand setzt, jenseits der Versäumnisse auch, die schon in der Merkel-Ära der Fall waren. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. Europäische Aktienmärkte tiefrot, Flucht in Anleihen. Warum? Was da genau los ist? Warum die Anleihenmärkte sozusagen jetzt gesucht sind? Warum diese Verunsicherung so groß ist? In diesem Artikel gerne weiterempfehlen. Die 2. Empfehlung ist das, was ich schon angedeutet habe. Wenn Sie verstehen wollen, was da abgeht, dann schauen Sie dieses Video von André Stacke. Auch dazu packe ich Ihnen den Link nach unten oder unter das Video. Und apropos André Stacke, hier nochmal der letzte Aufruf. Am Sonntag 19 Uhr werden wir sprechen über solche Dinge wie Zinsen. Natürlich jetzt auch aktuell über diese Krise um Frankreich. Und der André wird seine Strategie zeigen, wird zeigen, wie man an den Märkten bestehen kann. Letzter Aufruf, sich hier anzumelden, auch unter dem Video. Also diese 3 Empfehlungen. Jetzt ein schönes Wochenende. Schauen wir mal, ob die Deutschen halt Gewinner gegen die Schotten. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Also schönes Wochenende. Servus, ciao.